Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie man einen ganz einfachen HUD herstellt, Heads-Up-Display. Und ihr kennt es ja aus Spielen, dass zum Beispiel Lebensanzeigen sind, Punkteanzeigen oder Missionen, bei denen Instruktionen hier auf dem Bildschirm erscheinen. Wir wollen in der Unreal Engine mal was ganz Einfaches, und zwar ein ganz normales Heads-Up-Display erstellen erstmal. Ich bin im Third-Person-Template und dazu geben wir Folgendes. Wir erstellen ein Heads-Up-Display-Blueprint, ja? Widget-Blueprint. Und dazu sind wir im Content-Browser hier und erstellen mal hier einen neuen Ordner, rechte Maustaste, Folder, und dann gehen wir mal hier in HUD. Und hier rechte Maustaste, wenn wir hier die rechte Maustaste drücken und ganz unten steht User Interface. Und da steht Widget Blueprint. Ja. Und dann gehen wir hier drauf, klicken einmal hier drauf, da haben wir schon eins. Und dann schreiben wir hin WBP, also Heads Up Display Blueprint, my HUD. Ja. Und wenn wir da drauf klicken, doppelklicken, dann erscheint ein neuer Blueprint. Der sieht ähnlich aus wie der Level oder der Character Blueprint. Hier ist einmal eine Fläche, bei der wir uns unsere Funktionalität, also hier, das ist der Designer, ja. Da können wir das Design quasi erstellen, wie das Heads-Up-Display aussehen soll. Und beim Graph können wir Funktionalitäten genau programmieren oder erstellen. Wenn wir Werte übermitteln oder wenn wir Werte berechnen, das können wir hier drin machen. Im Designer wollen wir uns erst einmal ein Canvas erstellen, das heißt ein Rahmen, Canvas Panel, ja. Und im Canvas Panel, der hat ja auch eine quasi, ja, eine Auflösung, zum Beispiel in 1082 zu 720, sieht es dann so aus. Ihr könnt auch verschiedene Abmessungen hier einstellen, zum Beispiel könnt ihr auch Telefone einstellen, also iPhone, Galaxy, Tablet, Laptop, ja. Dann könnt ihr auch sehen, wie die ganzen Hertz in den verschiedenen Formaten aussieht. Wir beschränken uns erst einmal aufs ganze Standard, Default. Und jetzt als nächstes, hier können wir verschiedene Sachen einfügen. Zum Beispiel können wir einen Text einfügen, wir können Radial Slider, ja. Wir können ein Image, ein Bild, ein Button, ja. Zum Beispiel habt ihr ein Strategiespiel, ja, und ihr wollt zum Beispiel auf irgendeinen Button klicken. Das könnt ihr hier alles machen. Neben dem Kommen gibt es auch noch Listen, gibt es auch noch Boxen, die das Ganze quasi ordnen, vertical, horizontal. Ja, aber ich will jetzt nicht ins Detail, ich will jetzt erst einmal nur einen Text hinzugeben. Dann zieht ihr den Text hier rein in den Canvas Panel. Ihr könnt ihn auch hier direkt reinziehen, das ist eigentlich egal. Und dann könnt ihr das hier quasi positionieren. Ich will, dann klickt ihr hier einmal drauf, Size to Content, ja, und schreibt einmal hin, mein einfacher HUD. Hallo. Ja. So. Und das tun wir hier ganz oben hin. Und hier könnt ihr auch verschiedene, zum Beispiel Schriftformen, Schriftgrößen, die Farbe ändern, ja, alles Mögliche. So, jetzt geht ihr auf Compile und jetzt mache ich nur Folgendes. Ich will nur, dass dieser Text erst einmal angezeigt wird. Das ist das heutige Tutorial, ja, mehr will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Dazu können wir zum Beispiel in den Level Blueprint gehen, ja, Open Level Blueprint. Und mit dem Beginn des Spiels, ja, den Event kennen wir ja, Begin Play, Event Begin Play. Soll was passieren? Das ist der wichtige Teil, Create Widget. Ja. Create Widget, da ist es schon. Ja. Also der Widget soll, also der HUD, beziehungsweise Widget soll erstmal in den Speicher geladen werden, das heißt erzeugt werden. Und hier wollen wir die Klasse auswählen, den haben wir ja genannt, WBP HUD. Ja. WBP HUD. So. Jetzt gehen wir auf Compile und drücken auf Play und es passiert nichts, also kein Text erscheint. Okay,
Woran liegt's? Wir müssen noch einen zusätzlichen Befehl hinzufügen, und zwar, es heißt add to viewport. Ja, da ist es schon, add to viewport. Und diese Return Value, was aus dem Speicher ist, tun wir in diesen Befehl quasi einfügen. Compile nicht vergessen. Jetzt, wenn wir auf Play drücken, Mai einfacher hat, ja. So, also der ist natürlich etwas verrückt. Nicht ganz so, ne? Also, tun wir mal hier und nochmal auf Play. Aber ihr seht, es hat funktioniert und ich habe jetzt einen quasi einen ganz einfachen Text, ja. Das ist erstmal ganz oberflächlich, aber so könnt ihr ein HUD quasi in euer Spiel einbauen. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.